Mein Name ist Friedhelm Lorig vom Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Rheinland-Pfalz. Ich bin hier im Bereich Bildung tätig. Es gibt verschiedenste Online-Tools und Apps, die Lehrkräfte bei der Unterrichtsorganisation und dem Durchführen ihrer Stunden unterstützen können. Bei den vielfältigen Tools ist zu beachten, welche Daten automatisch gesammelt werden und wo diese verarbeitet werden, wo die entsprechenden Cloud-Server stehen und wer gegebenenfalls Zugriff darauf hat. Manche Tools bieten die Möglichkeit, Daten automatisch über die Cloud zu synchronisieren oder Backups anzulegen. Das ist praktisch, aber dabei muss man sich bewusst sein, dass man alle Daten gegebenenfalls ins Ausland und somit unter ausländisches Datenschutzrecht überträgt. Einige Dienste reagieren schon darauf und bieten mittlerweile in Deutschland gehostete Versionen ihrer Tools an. Messenger-Dienste sollten eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung bieten, was mittlerweile zum Glück die meisten ermöglichen. Das bedeutet, dass die Daten nur auf dem jeweiligen Smartphone des Senders und des Empfängers entschlüsselt werden, nicht aber dazwischen. Das alleine genügt jedoch noch nicht. WhatsApp beispielsweise ist in schulischer Sicht kritisch zu sehen, da der Dienst seine Server in den USA hat und somit dem Zugriff durch amerikanische Sicherheitsbehörden unterliegt. Im schlimmsten Fall kann es einem also bei der Einreise in die USA am Zoll passieren, dass einem etwas vorgehalten wird, was man auf WhatsApp geschrieben hat. Besser sind daher Dienste, die unter das europäische Datenschutzrecht fallen, wie Threema, Signal, OTR, Chiffre und so weiter. Grundsätzlich ist Datensparsamkeit wichtig. Also man sollte in einem Dienst oder Tool nur die Informationen angeben, die auch wirklich benötigt werden. Wenn ein Tool mir zu datenhungrig ist oder zu viele Zugriffsberechtigungen auf mein Smartphone oder Tablet erfordert, ist die Suche nach einem alternativen Programm lohnenswert. Personenbezogene Daten dürfen nicht ohne die Einwilligung der Betroffenen verbreitet werden. Also beispielsweise ist das Recht am eigenen Bild hier zu beachten, wenn auf Fotos oder Videos andere Personen als man selbst abgebildet sind. Bestimmte sensible Daten wie Noten oder Krankmeldungen sollten am besten gar nicht oder nur verschlüsselt über das Internet verschickt werden. In Deutschland liegt die Verantwortung für Bildungsfragen bei den Ländern. Daher gibt es auch, was die Schulgesetze und Schulordnungen angeht, unterschiedlich strenge Haltungen zum Einsatz von beispielsweise Social-Media-Diensten. In der Grundhaltung sind sich allerdings die meisten Länder einig, dass sie Facebook, WhatsApp und Google für die schulischen Zwecke nicht gestatten. Daher werden in den meisten Ländern mittlerweile auch eigene Schulclouds eingerichtet. Dateien können mit Schülerinnen und Schülern über Dropbox oder OneDrive ausgetauscht werden, wenn sie keinen Personenbezug aufweisen. Ein Arbeitsblatt kann also über die Cloud verteilt werden. Dateien mit personenbezogenen Daten wie Namen oder anderen Informationen sollten hingegen nur verschlüsselt, zum Beispiel mit einer verschlüsselten ZIP-Datei mit Passwort verschickt werden. Lernplattformen, die auf Servern liegen, die dem europäischen Datenschutzrecht unterliegen, die sind da unproblematischer. Darunter fallen zum Beispiel Landes-Moodle-Server oder auch von der Schule oder Kommune selbst betriebene Serverlösungen.